myself with my life's worth. How many likes is my life worth? Feed yourself on my life's worth. How many likes is my life worth? Da habe ich so ein bisschen mit zweiter Account gespielt und mal so ein bisschen reingeschwitzt und die ganzen Stats oder sowas seht ihr jetzt vielleicht links oben schon. Und zwar machen wir mal slash Stats mit einem Hotkey. Und zwar habe ich mit diesem Account jetzt eine 100er KD, sage ich mal, erspielt, und zwar eine 103er KD. 103 Kills, ein Tod, ist noch halt noch 103er KD. Und ja, 30 Siege, eine Niederlage, halt leider gegen einen Hacker. Bisschen schade gewesen, aber ja, 74 Betten und ja, mit dem Account habe ich jetzt mal einfach mal so eine 100er KD erspielt. Und ja, das war jetzt halt der zweite Versuch. Beim ersten Mal bin ich halt gegen Hacker gefällt, den einen Tod hier habe ich auch gegen einen komplett obvious Hacker leider. Aber ich will jetzt mit diesem zweiten Account, werde auch den Namen nicht verraten, weil ich versuchen werde, die KD noch ein bisschen höher zu machen als jetzt 103 aktuell. Und ja, die KD hiermit habe ich also eine 103er KD geschafft und jetzt weiter zu dem richtigen Thema, aber mit dem First Account, weil ich Jamie machen muss, weil es halt wieder 4 Uhr morgens ist. Und man um 4 Uhr morgens halt wirklich überhaupt nichts ohne Jeremy aufnehmen kann. Wir machen um die jetzt mal lieber einen Jeremy, weil sonst wird diese Runde um die Uhrzeit einfach komplett nicht voll werden. Ja, und zwar soll es um das Thema gehen, dass er einfach gesagt hat, ich hätte Grape Clicker. Und ich habe mir mal angeguckt, was Grape Clicker ist. Da gab es ein Video von Subway Z oder so, oder Subway Z. Und das ist anscheinend ein Autoclicker, der halt Click-Sounds irgendwie dabei abspielt, während er halt, keine Ahnung, dieser Autoclicker da ist. Und ich werde gerade von beiden Seiten gesampled, aber ist ein bisschen klar, weil ich gerade Anix spiele und halt eine Jamie-Runde mache. Und der sagt halt dieser Typ zu mir oder vermutet halt, dass ich Grab-Clicker hätte. Und Grab-Clicker ist halt einfach wirklich so ein Autoclicker irgendwie, wo man immer die Click-Sounds hat, also wo man irgendwie so ein Autoclicker hat und die Click-Sounds dabei angezeigt wird. Und ich kann euch versprechen, sowas wie so ein Autoclicker oder allgemein Autoclicker oder so eine Grab-Clicker-Scheiße habe ich hundertprozentig nicht. Und die Leute, die dann immer kommen mit, ja, denn Jitan hört sich immer gleich an, ja, ist wohl normal, wenn ich immer dieselbe Maus habe. Ah, oh, es ist halt einfach einer mit dem Juicer im gelben Team, sowas nervt. Oh, Junge! Also einmal kurz an diesen Rocco, du bist echt ein kompletter, du bist echt ein nicer Typ, dass du so eine, Inlet-Scheiße abziehst. Wir sehen hier auch, wenn er auch die Person nicht hittet, bekommt, sehen wir einfach, dass er keinen Knock bekommt. Und einfach mit Reducer spielt, also an dich wirklich Respekt, Rocco W. Du bist einfach nur ein nerviges Kind und ohne Witz. Einmal kurz an dich, Rocco W. Du bist einfach extrem lächerlich und dass du tatsächlich mit Hex einfach nicht mal eine 1er KD hast, ist wirklich schon ziemlich belastend. Ich guck mal, ob irgendein Mod on us den vielleicht bannen könnte. Nein. Also an dem Mod, der das hier sieht, kann diesen Typen ja vielleicht mal bannen. Wäre halt gut, wenn die Gegner nicht laggen würden und er einfach mal so ein paar Hits abbekommt, weil er hat halt 100% Reducer. Wir sehen auch gleich, wenn er jetzt einfach mal keine Person hittet und dabei geschlagen wird, dass der Reducer hat. Es ist jetzt leider keine Person da. Gott, es ist einfach so ein nerviges Hackerkind wirklich mit Reducer. Ach man, Alter, es ist echt, ich sollte nicht um diese Uhrzeit aufnehmen. Ja, ja, hab Kanal, Junge. Ich sollte nicht um diese Uhrzeit aufnehmen. Also wirklich, falls Mod das hier sieht, kann der hier, ihn hier gerne bannen. Ich habe echt keinen Bock auf so eine Scheiße. Wir können nochmal in die nächste Runde gehen. Wir starten die einfach direkt ohne den Hacker. Dann haben wir diesen Hacker nicht dabei, diesen Rocco W. Weil dieser Hacker wird uns jetzt einfach komplett nerven. Also in dieser Zeit, in letzter Zeit, keine Ahnung. Nerux ist echt ein bisschen Hacker verseucht. Also I don't know. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Thema, dass einer gesagt hat, einfach Grapeclicker. Also ich meine, er hat ja nur angedeutet. Er hat ja nicht gesagt, ja, wenn müsste das Grapeclicker oder so. Das finde ich halt gut, dass das halt seine Meinung gesagt hat. Ist ein bisschen angedeutet hat, aber mit der Argumentation, was irgendwie viele sagen, ja, deine Klicksounds sind immer gleich. Das ist ja auch klar, weil ich habe die gleiche Maus. Ich wechsle ja nicht jeder auf meine Maus. Und es wird auf jeden Fall auch gerne mal irgendwann eine Handcam kommen, wenn ich halt eine gute Kamera habe, dass alles gut aufnehmen kann. Weil es haben sich halt auch wirklich viele Leute eine Handcam gewünscht und haben auch viele Leute geschrieben, stell mal die Sounds ein bisschen leiser. Kann ich auch machen, aber da sich viele Leute wirklich eine Handcam gewünscht haben, werde ich auch bald meine Handcam machen, wenn ich mir halt irgendwann eine geeignete Kamera dafür zulege. Und dann wird auch wenn ich eine geeignete Kamera habe, werde ich auch auf jeden Fall mal eine Handcam machen und auch was mache ich denn. Ja, und damit, wie gesagt, dieses kleine Jitter-Tutorial kommt. Aber ich finde es echt lustig, wie manche Leute reinschreiben, hey, dein Jittern hört sich immer gleich an, bla bla bla. Dann denke ich mir, Junge, soll ich irgendwie jede Aufnahme eine andere Maus haben, dass ich mein Jittern anders anhört? Oder wie? Also jetzt an diese Leute, was denkt ihr?
Ich jitter auch nicht auf einmal anders. Also wenn sich mein Jittern immer gleich anhört, ja, dann liegt das vielleicht daran, dass ich immer dieselbe Maus habe und immer nur mit einer Maus spiele und keine 3-4 Mäuse pro Aufnahme habe. Also an die Leute, die immer sagen, hey, dein Jittern hört sich immer gleich an. Ja, ich mache mein Jittern auch nicht auf einmal mit dem Fuß und danach mit dem Ohr oder so. Also ist es klar, hä? Also das kapiere ich diese Leute null, die dann sagen, ja, dein Jittern hört sich immer gleich an. Ich versuche jetzt trotzdem mal ihn zu killen. So, damit ist er auch down. Aber ja, war auf jeden Fall ein relativ lustiges Thema und ich schwitze jetzt hier übrigens nicht mehr rein, allgemein im BW oder so, schwitze ich einfach null rein. Außer jetzt halt diesen 100er-KT-Account, da habe ich ein bisschen reingeschwitzt, um halt diese 100er-KT zu erreichen. Aber allgemein schwitze ich im BW halt einfach null rein und wenn ich keinen Bock mehr auf eine Runde habe, dann lebe ich halt auch mal oder sowas, keine Ahnung. Also allgemein schwitze ich halt im BW nicht mehr rein, außer jetzt halt bei der 100er-KT. Da muss ich halt zugeben, dass ich echt mega reingeschwitzt habe, um irgendwie diese 100er-KT da zu erreichen. Ah, shit, ich hab's nicht auf diese Slime-Locke geschafft. Aber es ist auch gerade wieder mega spät. Ich sollte mal meine Videos nicht so um 4 Uhr abends aufnehmen. Oder 4 Uhr morgens besser gesagt. Aber ich will heute noch ein Video bringen. Also an dem Tag, wo ich es auch aufnehme. Und deswegen nehme ich jetzt halt noch schnell was auf, um halt noch ein Video zu bringen mit DC. Und ja. Oh Gott. Wieder mal komplett online gespielt. Bauen wir sein Bett ab und gehen hier auch direkt weiter wieder hoch. Und ich muss zugeben, dass mit der 100er KD war auch mega schwer, weil ich hatte gegen ein paar... Och Junge, bitte jetzt nicht dieses Gestecke, bitte nicht um die Uhrzeit. Weil es gab einfach mega viele Leute, die halt einfach noch reingeackt haben, die halt mit Invis irgendwie reingeackt haben. Und wo man halt trotzdem gegen diese Leute ein bisschen spielen musste und er schreibt einfach Buch und so und hab weiter gekillt. Was ist denn bei dir falsch? Und allgemein müsste man gegen diese Hacker da einfach mega reinspitzen. Ich habe, glaube ich, gegen 3-4 Hacker oder so gewonnen. Und okay, das ist auch einfach mal One-Hit. Und ich habe das Gefühl, New York Space ist in letzter Zeit auch ein bisschen Hacker-verseuchter. Also hier sind viel, viel, viel mehr Hacker als noch vor einiger Zeit unterwegs. Und ja, das Server-Team kann natürlich nicht wirklich viel. Das entscheiden halt die Hacker, ob sie jetzt auf diesem Server oder auf diesem spielen. Aber desto populärer dieser Server wird, desto ansehnlicher wird dieser Server wohl auch für Hacker. Und das ist halt ein bisschen schade. Sheesh, das war knapp. Und ja, ich mache diese Aufnahme jetzt wieder mega uneingespielt und nicht so sweaty halt einfach. Aber es sollte eigentlich trotzdem eine ganz relativ easy oder entspannte Runde sein. Wir versuchen jetzt noch einmal schnell zu killen. Und haben ihn jetzt auch down. So, GG an dich. Das war es auch jetzt mit der Runde. Und ich weiß nicht, was man noch großartig sagen kann, was Leeres war, ist auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen besser. Wenn man sich nickt, wird man meistens nicht mehr als man selber genickt, weil das war echt ein bisschen, ja, problematisch. Aber wir gehen jetzt auch direkt hier zum nächsten rüber und versuchen, dass das ja auch noch eine ganz nice Runde wird. Er hat sein Bett leider 100%ig eingebaut. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt irgendwie schaffen werden abzubauen. Nee, okay, ich brauche dafür echt eine Picke. Den Blauen hier auch mal kurz holen. Wir holen dich hier wieder einmal kurz so, Nockenlicht und... Wir holen dich jetzt einmal so. Wir holen dich jetzt einmal so und oh Gott, der zweite Hit. Lecker, 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 lecker. Weißt du, kaum muss man genick gehen, Beleidigung wie L oder sowas einfach wieder los. Ist ein bisschen traurig, aber naja, was soll man machen eigentlich in der heutigen Szene? Es gibt echt viele Leute auf Nervus, die nicht so wirklich verlieren können und dann halt echt direkt beleidigen müssen. Aber egal, versuchen wir jetzt einfach noch den letzten zu kühlen. Und ich finde es echt geil, was Nervus auch so ein bisschen auf die Leute hört. Sie haben jetzt ja das nächste Team wieder so ein bisschen überarbeitet und er spielt ja sowas von mit Reducer. Ach Junge! Oh, Slash Nick, freu dich auf deinen Mann. Ey, Dude, also wenn das ein Moderator sieht, würde mich echt freuen, wenn ihr den wegbannen könnt, weil er spielt halt einfach mit Reducer. Ich hasse solche Leute. Und dann schreiben, oh, lock sein Vater, Junge, ich hätte dich von hinten, während du am Villager stehst. Du spielst einfach eiskalt mit Reducer, mein Fresse. Leute, es ist so traurig, Mann. Lol, YouTuber. Hä? Warum? Ja, warum bekommst du wohl einen Bann, wenn du einfach mit Reducer spielst, wenn ich dich von hinten hätte, während du am Villager stehst und das gleiche vertikale Knockback bekommst? Gott, hasse ich diese Leute gerade. Lol, YouTuber. Och, Junge, er hackt einfach rein, schreibt dann, lol, YouTuber, willst du mich eigentlich komplett verarschen, Mate? Warum? Er fragt, warum? Er fragt, warum? Er fragt, warum? Er spielt obvious as fuck mit einem User und fragt tatsächlich auch noch warum. Ich bekomme zu viel.
Alter, diese Leute, wirklich. Oh, falls irgendein Mod das Video guckt, wirklich würde mich freuen, wenn diese Person weggebannt ist. Sie einfach eiskalt mit, du hast noch KB. Du hast KB. Will er mir jetzt Reducer vorwerfen? Willst du mir jetzt Reducer vorwerfen? Willst du mir jetzt Reducer vorwerfen? Können wir das bitte noch einmal kurz in Zeitlupe sehen? Nee, Leo, wirklich. Leo, an dich einmal kurz hier. Richtiger Ehrenmann, also an diese Person hier. Er hat wirklich mein Skin hier drin. Also Leo, echt mega nice von dir. Leo 0711er. Crafts Gemöckchen raus an dich, der einfach mein Skin hat. Warte, Leo, komm mal mit. Leo, komm mal mit. Warte. Ich invite jetzt Leo noch einmal kurz in die Party. Wir machen jetzt einmal kurz noch gegen diesen Zuschauer. Also ich glaube mal, dass er ein Zuschauer ist, weil er hat halt meinen Skin und sowas. Ich schätze mal, dass er mein Zuschauer ist. Ich lade ihn einfach, ich gehe jetzt einfach mal kurz in eine andere Lobby schnell rein. Gehen wir hier rein und starten auch direkt die Runde. So, wir machen jetzt einfach noch so ein kleines One-on-One gegen hier den hier, weil ich einfach gesehen habe, der hat meinen Skin. Und ja, einfach mega korrekte Aktion. Und dann mache ich einfach so mal so ein One-on-One-BB gegen ihn. Deswegen holt euch auf jeden Fall meinen Skin von NameMC. Bietet echt nur Vorteile. Deswegen Leute, geht auf jeden Fall auf NameMC, könnt euch auf jeden Fall den Skin reinmachen, wenn ihr Bock habt oder so. Denn wenn ich euch in der Lobby sehe, mache ich einfach mal so ein kleines One-on-One halt gegen euch, irgendwie so für eine Aufnahme. Und ja, das kann man halt einfach mal alles so ein bisschen machen und so. Das war's aber auch mit der Runde. But I want the lights on, yeah, I want the lights on. And I don't wanna run away anymore.